Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch und zwar vom Juli und etwas vom August. Ich habe euch ja immer gesagt, sobald meine Tüte voll ist, mache ich ein Aufgebraucht-Video. Und das ist jetzt eigentlich wieder der Fall. Ich möchte jetzt die Sachen endlich wegschmeißen, die jetzt schon hier drin ist. Ich greife einfach mal rein. Einfach tue ich mit einem Badezusatz von Vitamin Wellness and Care, blauer Traum. Sieht so aus. Sind 750 Milliliter. Ja, es hat ganz toll gerochen und es hat das Wasser richtig so, wie soll ich sagen, meeresblau gemacht. Es sah auch richtig toll aus und geschäumt hat es auch. Also, ja, würde ich mir wieder nachkaufen. Ich habe jetzt noch eine andere Sorte davon. Die ist auch fast alle. Ich denke mal, das werdet ihr meinem nächsten aufgebraucht sehen. Dann habe ich Kosmetiktücher leer gemacht. Von Today, genau. Das sind 90 Stück. Sieht so aus. Kosmetiktücher kann man ja immer gebrauchen. Ich benutze meist, um Masken abzunehmen. Und ja, fand ich sehr gut. Dann greife ich hier raus ein Weichspüler, und zwar von Vanel. Frischer Morgen. Der sieht so aus. Sind 1 Liter genau drin. Ja, fand ich gut. Aber da probiere ich mich auch immer aus. Oder ich hole gerade das, was im Angebot ist. Mir hat der sehr gut gefallen. Und ja, ich würde ihn mir wieder kaufen. Aber ich habe noch jede Menge da. Da ist etwas leer geworden, wo ich sehr, sehr lange für gebraucht habe. Und zwar von Balea Cremeseife Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenblütenduft. Sieht so aus. Sind 500 Milliliter drin. Ja, wie gesagt, habe ich sehr, sehr lange für gebraucht. Und ja, ich fand es so einigermaßen. Also nicht gut und auch nicht schlecht. Wie gesagt, es gibt es nicht mehr. Und ja, ich fand es mal ein Erlebnis, das mal benutzt zu haben. Genau, dann habe ich genau von dem gleichen die Bodylotion leer gemacht. Dafür gilt natürlich das gleiche wie für die Seife. Ich habe auch noch so einiges Kleines hier drin. Ja, dann habe ich es leer gemacht. Das hätte zwar mehr in den Winter gepasst, aber ich habe es jetzt leer gemacht. Von Dresdner Essenz Winterbeerenbad mit Beerenduft und Mandelöl. Sieht so aus, sind 60 Gramm. Fand ich sehr gut, hat sehr gut gerochen. Ja, genau. Ja, will ich mir, falls es im Winter kommt, wiederholen. Dann wieder, wie fast jeden Monat, meine Zahncreme von Blendermed. Das ist die Blendermed Complete. Extra frisch. Habe ich noch einige da. Die habe ich damals im Angebot geholt. Und ja. Dann ist leer geworden ein Kräuterkurbad mit Eukalyptus. Sieht so aus. Ich war auch in letzter Zeit erkältet gewesen. Und da hat mir das sehr, sehr gut getan. Und ja, ich habe mir das schon wieder nachgeholt. Muss, wenn ich erkältet bin, auf jeden Fall im Haus sein. Dann habe ich er gemacht von Nivea das Pflegeshampoo Haarmilch. Dazu habe ich euch erzählt, wo ich das Shampoo hatte. Habe ich euch schon einiges erzählt. Und wie gesagt, fand ich sehr gut. Dann habe ich etwas leer gemacht. Dazu erkläre ich euch noch was in meinem Flop-Video. Das werde ich jetzt demnächst auch machen. Mein Flop vom Monat Juli. Und zwar ist es leider diese Maske. Warum und weswegen erkläre ich euch dann in dem Video. Dann habe ich meine Mundspülung leer gemacht von Dentodent. Sensitive Intensivschutz. Kann die Schmerzempfindlichkeit mindern für befindliche Zähne und Schutz vor Karies. 6-mal Schutz. Ohne Alkohol. Fand ich sehr gut. War nicht zu scharf und nicht zu mild. War genau richtig. Und ja, würde ich wieder kaufen. Was haben wir hier noch? Ja, genau. Dann habe ich, das habe ich auch von meiner Nichte gekriegt, von Medipharma Kosmetik. Das ist eine Tagespflege. Und zwar mit Granatapfel.
Ja, fand ich auch nicht schlecht, aber von so einer kleinen Probe kann man noch nichts Genaueres sagen. Ich habe davon noch mehr da. Vom Erstbenutzen fand ich es gut. Ja, muss ich weitersehen, ob ich es mir hole oder nicht. Dann habe ich leer gemacht von Pfarr. Es war Active Sport Ginkgo. Sieht so aus, sind 250 Milliliter. Ja, ich glaube, das fand ich nicht ganz so gut, weil, wie gesagt, mit Duschen, da probiere ich mich eh aus. Oh. Nee, das ist ein herbes Duschgel und ja, fand ich halt nicht so gut. Dann habe ich, ja, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Das war ein Duschpeeling von Pure and Basic. Das hatte ich von Penny. Sieht so aus. Ja, fand ich sehr gut. Hat etwas gröbere Peelingkörnerchen gehabt, was ich sehr gut fand. Weil ich hatte auch schon Peelings, wo ja, die Körner gar nicht zu merken waren auf der Haut. Und aber wie gesagt, das fand ich gut. Dann habe ich leer gemacht von Today meine Pflegehaarkur. Fand ich sehr gut, habe ich mal schon wieder nachgekauft, sind 150 Milliliter. Dann hatte ich eine Maske von Revival Loop. Was das für eine war, weiß ich gar nicht, weil ich das alles schon wieder aufgerissen hatte und so. Aber die fand ich gut. Dann habe ich hier nochmal eine gehabt, eine Maske. Genau, mit Edelsalbeextrakt und naturreiner Heilerde, bestätigte Wirksamkeit. Das ist die. Dann habe ich auch nochmal eine Maske leer gemacht. Pflegemaske hinter sich mit Bio-Nachtkerze und Bio-Shea Butter von Lavera. Die fand ich sehr gut. Sind 10 Milliliter drin. Ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, was zu meinen Lieblingsduschgelen gehört. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich glaube schon. Und zwar von Nivea, Pflegedusche und Care Honey. Und ja, da habe ich jetzt noch eine da, die habe ich mir im Doppelpack gekauft, in 250 Milliliter. Und dieser Geruch, ich kann euch sagen, die riecht wirklich wie der reine Honig. Und deswegen liebe ich die im Moment und ja. Dann habe ich noch ein Duschgel leer gemacht. Das ist, glaube ich, gerade mal erst gestern oder vorgestern leer geworden. Vom Pfarr Coconut Water mit Kokosnussextrakt. Genau. Pflegend und frisch. Fand ich auch sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, noch zwei Stück von. Und ja, wenn die im Angebot sind, würde ich es mir immer mal wieder nachkaufen. Ja, ich gucke ein bisschen nach Angeboten, muss man ja irgendwie machen. Dann, jetzt kommen gleich noch zwei Sachen. Genau, zwei Sachen kommen noch Leute und dann bin ich fertig. Und zwar ist noch eine Handcreme leer geworden. Soft and Care. Pflegt geschmeidig. Und zwar Handcreme von Nivea. Und fand ich sehr, sehr gut. Ja, aber ich habe jetzt noch zwei bessere, die ich jetzt zurzeit benutze. Und ich werde euch dann irgendwann mal einen Vergleich machen und halt sagen, welche ich in Zukunft weiter kaufen werde. Da habe ich nochmal meine Zahncreme, wieder die Blender mit Complete. Habe ich noch einmal. Und ja, meine Lieben, das war's. Die Tüte war voll bis zum Rand. Mal sehen, wie es jetzt ja, mit den Aufbrauchen leer wird. Ich meine, Entschuldigung, wie es leer wird. Ja, wie es weitergeht. Ja, so meine Lieben, ich habe jetzt in der nächsten Woche habe ich noch vor, zwei Videos zu machen. Und zwar habe ich einen gemischten Haul für euch. In der Zeit, wo ich halt so lange weg war, habe ich mir natürlich auch viele Sachen gekauft. Die will ich euch dann noch zeigen. Und
Und wenn ihr natürlich wollt und Lust habt, werde ich einen Lesemonat machen. Werde ich einfach dann mal wieder dazwischen schmeißen. Wenn ihr das gerne hättet, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Da mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Also kommentiert bitte, 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 bitte fleißig, damit ich weiß, ob ihr auch das gerne wollt. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!